Kunden schafft man dadurch, dass man alle Berührungspunkte mit dem Kunden danach anguckt und nur eine einzige Frage stellt, wo kann ich positive Emotionen herein, negative Emotionen raus und wo kann ich es im Kognitiv so einfach wie möglich machen. In unserem Unbewussten sind unsere Emotionen gespeichert, aber diese Emotionen sind immer mit Sinngestalten gespeichert. Und diese Verknüpfung von Emotionen und Sinngestalten ist das, was man gemeinhin als Geschichte betrachtet. Und diese Geschichten, die wir natürlich als Kinder früh erlebt haben, die sind wesentlich tiefer in unserem Gehirn verankert und haben damit natürlich einen wesentlich höheren Impact auf unser Verhalten als das, was wir im Erwachsenenalter alles mit Leuten zulernen. Deswegen, wie der Kollege Werner Fuchs ja auch sagt, versuchen wir Geschichten zu aktivieren, die wir schon in der Kindheit als relevant und spannend erlebt haben. Also viele Dinge, die wir heute tun, können wir nicht tun ohne die Erfahrung unserer Kindheit. Natürlich kommen wir in neue Technologien rein, aber neue Technologien haben es dann einfach, wenn sie sich an unsere Kindheitserfahrungen anknüpfen. Das heißt, dass wir uns immer fragen, was haben wir eigentlich erlebt als Kinder? Und ist ja auch ganz wichtig, wenn wir über digitale Medien nachdenken, kinderleichtes Design, so wie ein Kind ein Bauplätzchen rumschiebt, so sehen ja heute teilweise schon die Nutzeroberflächen aus. Weil es sonst langweilig wird. Das heißt, wir haben in unserem Emotionssystem immer Spannungsverhältnisse zwischen schlecht, also zwischen Bestrafung und Belohnung. Wir haben aber auch ein Spannungsverhältnis zwischen Zielen, nämlich ich möchte pure Lust, ich möchte tausende Erlebnisse haben, ich möchte auf der anderen Seite aber Ordnung auch haben. Und Kontrast bedeutet, dass ich beides bedienen muss. Wenn ich nur pure Lust biete, wird es langweilig. Wenn ich nur pure Ordnung biete, dann habe ich das Problem, dass ich keinen Spaß mehr dabei habe. Also wir müssen einfach in diese Spannungsverhältnisse des Gehirns rein. In unserem Gehirn gibt es Spannungsverhältnisse und diese Spannungsverhältnisse müssen wir aufnehmen in die Kommunikation mit dem Lernen. Also soziale Netzwerke erfüllen natürlich das Muster der Zugehörigkeit. Der Mensch hat starke Bindungsmodule in seinem Gehirn drin. Wir möchten nicht alleine sein, wir brauchen die anderen, weil sie uns Sicherheit geben. Die anderen als Muster geben uns neue spannende Reize. Das heißt also, das soziale Netzwerk als Stimulanzgeber im Sinne von, du hast es schon gehört, da gibt es was Neues, ich lasse dich an diesem neuen teilhaben. Und der dritte wichtige Bereich ist in dem Bereich soziale Netzwerke sind Communities, die sich nach außen abgrenzen. Und nach außen abgrenzen heißt immer Stärke nach innen zu transportieren. Ich fühle mich in einem Netzwerk und durch die Gruppenmitgliedschaft sehr stark und differenziere mich gegen die anderen, die eben nicht in diesem Netzwerk drin sind. Das heißt, soziale Netzwerke bedienen im Prinzip alle Emotionssysteme in unserem Gehirn. Ja, das wird immer zwangsläufig so sein, weil Texte sind immer großraumorientiert. Unser Großraum ist aber ein sehr teurer Prozess zum Denken. Unser Gehirn versucht, Denken und Lesen zu vermeiden. Und deswegen sind alle die Erfahrungen, die direkt in unser Gehirn reinkommen, ohne lange kognitive Prozessierung, werden doch sehr viel schneller wahrgenommen, als dieses drüber nachdenken, abstrakte Symbol, was in der Sprache ist, zu arbeiten. Und aus diesem Grund wird die Tendenz immer weitergehen, zumindest ganz einfache Texte, große Bilder, Multisensualität, also die direkte Erfahrbarkeit der Welt und nicht die abstrakte Erfahrbarkeit der Sprache.